Hallihallo, ja. genau, ja, willkommen zum vierten Stream hier. Ich habe ein bisschen was am Audio-Setup geändert. Ich hoffe, das ist nicht allzu, das klingt nicht allzu schlimm. Ich musste so ein bisschen was machen, weil der Dschungel hinter mir hat irgendwie so eine eigene Fauna entwickelt und irgendwer hat eine Party auf dem Mischpult gefeiert. Jedenfalls sah das relativ wüst aus, und da muss ich noch mal ein paar Sachen umstellen. Und außerdem lasse ich den Ventilator gerade laufen, weil es ist einfach. Ah, okay, jetzt kommt man den, kann man das auch hinten sehen, so ein bisschen. Autofokus, ein Mysterium. Warum hat denn das jetzt? Naja, gut. Hat ja ganz gut gepasst. Jedenfalls, genau, den Ventilator lasse ich auch laufen, weil das ist einfach zu heiß momentan. Das ist echt krass warm. Jo, genau, dann können wir einfach mal hier wieder. Oh no! Ich habe vergessen, den Bildschirm anzustecken. Moment. Ja, das sollte man einstecken, sollte man schon. Sonst funktioniert das nicht. Ah ja, okay. Alles klar. Oh, okay, vielleicht dann noch ein bisschen zur Seite. Wunderbar. Jo, genau. Wo waren wir denn gestern? Ach, gestern, das, ja, man versucht diese Download-Geschichte so ein bisschen zu testen, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also jedenfalls, es hat funktioniert. Aber nicht concurrent, sondern nur synchron. Ne? Also ich führe einfach mal dieses Notebook hier nochmal aus. Ich habe das so ein bisschen, das eine Notebook, also ich hatte vorher zwei Notebooks zum Erzeugen von diesem Beispiel Django-Projekt, was dann das Paket, das wir gerade bauen, benutzt, um damit man damit Files runterladen kann. Ja, das habe ich jetzt in eins ein Notebook zusammengefasst, weil, naja, eigentlich ist das Quatsch, das in mehreren zu haben. Ne? Also da werden halt all die Dinge erzeugt, die man halt da so braucht. Es wird einmal das Example-Projekt erstellt, dann werden die Views da reingelegt, und dann haben wir jetzt hier einmal den Get-File-View für die normalen synchron ausgelieferten Files, und dann hier a Get-File für asynchron. Und ja, genau, URL-Patterns und hier dem, achso, das habe ich gesagt, das mache ich noch hübsch, habe ich noch nicht gemacht. das ist da so mehr so hingehackt, dass man da halt quasi ja ein SGI-Applikation hat, die dann asynchron die Sachen ausliefert. Und da wird halt einfach, das ist das, was daran halt so ein bisschen unschön ist, halt, dass die URL-Patterns hier einfach umgebogen werden, damit das dann halt geht. Tja, muss ich mal überlegen, wie man das eigentlich am schlausten macht. Also man kann es natürlich auch so machen, dass es einfach unter einer anderen URL verfügbar ist. Oder man könnte es so machen. Ja, muss mir mal überlegen, wie man das am besten macht. Genau, dann kann man Migration ausführen und dann halt den Server hier starten. Starten wir den noch einfach mal. Okay, läuft. Und dann führen wir einfach mal dieses Notebook hier aus, wo wir vergleichen wollen, wie sieht das aus, wenn man Files synchron runterlädt. Ja, bei dem Entwicklungsserver ist das auch so ein bisschen sinnlos, weil, naja, der hat halt nur einen Prozess. Aber ist halt für Illustrationszwecke vielleicht gar nicht so schlecht. So Dateien angelegt, beziehungsweise nicht angelegt, sondern nur die MD5-Summen mal angeguckt und halt in so einer Datenstruktur abgelegt, damit man die hinterher überprüfen kann, ob man wirklich das Richtige runtergeladen hat. So. Hier ein paar Helper-Funktionen, um das hinterher plotten zu können. Genau. Und jetzt, genau, den Server haben wir schon gestartet. Und jetzt führen wir das hier mal aus. Jetzt müsste das hier laufen. Ja, tut's. Und dann müsste man hier sehen. Okay. Naja. Genau. So immer so zwei, also ein paar hundert Megabyte pro Sekunde. Das ist relativ schnell. Das ist auch cool. Das muss ich mal versuchen rauszukriegen, woran das liegt. Es könnte sein, dass das, also SGI oder auch WSGI hat so einen Send-File-Hook, wo
wo man halt sagen kann, okay, dieses File hätte ich gerne ausgeliefert und dann macht das der Applikationsserver. Vielleicht wird irgendwas in der Richtung verwendet, weil tatsächlich, wenn man jetzt ein Unicorn benutzt, dann ist das deutlich langsamer. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Also selbst wenn man nur einen Prozess verwendet. Interessante Geschichte. Aber vielleicht gucken, was man da vielleicht noch drüber rausfinden kann. Genau, und jetzt versuchen wir das Ganze mal concurrently zu machen. Dazu gibt es dann hier einen anderen, muss man dann den Server anders starten, weil jetzt nehmen wir halt hier Ubicorn Worker. Also das ist halt, das Projekt ist auch Ubicorn, das sollte ich vielleicht mal verlinken. Auch ein Applikationsserver, angelehnt an Junicorn, aber halt benutzt libuv drunter. Also beziehungsweise ich benutze hier Junicorn mit einem Ubicorn Worker. Man kann auch Ubicorn als Applikationsserver Standalone benutzen. Ich nimm den jetzt hier mal für, weil Junicorn hat so einige nette Sachen. Man kann eben auch sagen, okay, nimm diese Funktionen als, ruf diese Funktionen aus, auf als Factory für deine Applikation und dann kann man halt unterschiedliche hier, halt unterschiedliche Applikationen starten. Also natürlich kann man sie auch einfach so starten, aber da muss man die halt bauen, aber kann auch einfach eine Funktion angeben und die wird dann aufgerufen und das ist dann halt die Applikation. Ja, genau. Da ist so ein bisschen, ha, genau. Ich starte jetzt einfach erstmal den Server hier. Ich weiß nicht, ich habe gestern einen blöden Fehler gemacht. Weiß nicht, wer da selber auch schon drauf gekommen ist, was da das Problem war. Nach links. Ah, ja. Also das Problem gestern war, dass ich völlig vergessen hatte. Also G-Event, ja, das funktioniert nicht so super magisch. Also wenn man jetzt einen G-Event-Worker verwendet beim G-Unicorn, funktioniert das relativ magisch, aber wenn man jetzt das im Kleinen verwendet, muss man doch so ein bisschen was machen. Und was ich gestern halt irgendwie vergessen hatte, aber jetzt werde ich hier von G-Event angemeckert, dass ich das hier viel zu spät mache mit dem Monkey Patch All. Also G-Event patcht halt alle, ja, Python Standard Library Funktionen, die halt blocken oder synchron halt I/O machen durch Non-Blocking-Varianten oder ja, und dann quasi kriegt man mittels libEV, was unter G-Event drunter liegt, so ähnliche Async-Performance wie mit Async.io bzw. libUV, wenn man das als Event-Loop verwendet, halt auch. Und nur, dass es halt deutlich impliziter ist und man nicht diese Async-Syntax verwenden muss. Und deswegen kann ich hier auch halt einfach einen ganz normalen Requests-Client verwenden und muss nicht halt irgendwie HTTPX nehmen. Also HTTPX, etwas modernere Variante von Requests. Request ist ja so ein bisschen unmaintained gewesen, zumindest eine lange Zeit. Jetzt inzwischen, glaube ich, geht es wieder so ein halbwegs, aber wurde irgendwie nicht mehr so richtig weiterentwickelt und vor allen Dingen war es halt auch nie Async und das ist natürlich, will man ja eigentlich vielleicht von einem HTTP-Client auch haben. Und ich habe es von Tom Christie, Autor von Django REST Framework und von Starlet Framework, das unter Fast API drunter liegt. Der hat sozusagen quasi einen Nachfolger von Requests geschrieben, nennt sich HTTPX und das kann halt auch Async. Das könnte man auch nehmen an der Stelle. Ich habe es noch nicht so wirklich hinbekommen, das so schnell laufen zu lassen, dass es irgendwie gut funktioniert für mich, aber so prinzipiell sollte das gehen. Aber hier an der Stelle wollte ich jetzt nicht nochmal einen neuen HTTP-Client einführen, sondern sage ich mal, nehmen wir Requests und wenn wir G-Event nehmen, dann geht das und es ist halt auch schnell. So, hier kann man den einfach ausführen und genau das, was ich gestern vergessen hatte, war das hier, dass man halt nicht einfach nur Request.get sagen kann und dann ist alles gut, sondern man muss schon sagen, okay, ich habe hier so ein paar Funktionen und die spawne ich halt und dann muss ich halt auf die warten und dann wird das Ganze asynchron ausgeführt. So, und dann geht das auch. Achso, so, und natürlich werden die MD5-Summen weiterhin überprüft. So, ich starte das Ding jetzt mal. Okay, jetzt müsste da was passieren, da passiert noch nichts. Aber auch wieder klar, wenn es halt gleichzeitig jetzt die Concurrent laufen, ne, dann geht das halt nicht so wie hier nacheinander, sondern dann dauert es eine Zeit lang und jetzt müssen die eigentlich quasi alle gleichzeitig fertig werden. Tun sie das? Ach, ich logge hier gar nicht mit. Okay, dann kann man das natürlich nicht sehen. Ja. Okay, aber wir können da auch mal einen Graphen malen. Genau, hier muss ich die Zeiten stoppe ich hier, ne? Da für gestartet und dafür gestoppt. Das ist auch so ein bisschen tricky, dass man das hier machen muss, weil erst hier tatsächlich sozusagen der Request wirklich gestartet ist, wenn es hier vormacht, ist zu früh.
Ja, und genau, wenn man jetzt das ausführt, habe ich das jetzt aus? Ja. 10, 9, 11. Okay. Ja, dann sieht man hier schon an dem Graphen, okay, der sieht ganz anders aus als der hier oben. Und zwar laufen da die Requests concurrent los und enden alle ähnlich. Ich weiß nicht genau, es ist ein bisschen langsam. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Also 1 MB pro Sekunde, das ist jetzt doch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist da irgendwas noch nicht so richtig in Ordnung. Weiß auch nicht was. Ah, was man vielleicht macht, vielleicht ist die Blockgröße nicht in Ordnung. Ich, haben wir das denn hier? Was ist denn 2016? Also ich glaube, wir haben einfach 4096 genommen. Nehmen wir da mal nicht 4096, sondern nehmen eben 64 Kilobyte. Das müsste das schon ein bisschen schneller machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Blockgröße vom Filesystem hier ist. So, jetzt wird das. Oh, gut. Ach so, das geht deswegen nicht, weil ich hier oben da irgendwo ein CD mache. Muss ich ja mal. Ja, okay. Das muss ich dann vielleicht auch so ausführen können, weil ich ja nicht immer das Ding mit ausführen möchte. Das Start Project. Okay, das überschreibe ich hier mal. Okay, dann muss ich das hier neu starten. Und dann führe ich das hier einfach nochmal aus. Mal gucken, was passiert. Das kopiere ich mal, damit man einen ob man einen Unterschied sehen kann oder nicht. Hohoho. Okay, interessant. Ja, es ist auf jeden Fall schneller. Aber also das ist ja witzig, dass die Blockgröße da so einen großen Einfluss hat. Was ist denn, wenn ich die, wenn ich da mal nur sage, die Chunks heißt hier. Ich mal runtersetze, ist dann noch langsamer. Tja. Ach, ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Helper-Funktion, wo ich das Plot-Ding das mache ich hier schon. Dann mache ich das noch nicht. Das ist jetzt nicht immer den gleichen Kram da hinschreiben muss. Und klar, natürlich, das macht auch irgendwie Sinn. Dass, ah ja, gut. Aber es scheint tatsächlich deutlich langsamer zu sein, weil da passiert jetzt irgendwie nichts. Ah, okay. So. Ja, das wird deutlich langsamer. Witzig. Okay. Ja gut, also da muss man dann vielleicht so ein bisschen experimentieren, was da richtig ist. Das hängt wahrscheinlich dann auch vom Betriebssystem ab und vom Filesystem und so. Ich dachte eigentlich, das wären 4 Kilobyte-Blöcke. Naja, also das reicht mir ja im Grunde auch schon hier aus. So, warte, dann werde ich das hier gerade mal. Ah, eigentlich brauche ich das noch an anderer Stelle. Das hier gerade mal noch. Upsala. Einchecken, was sich das hier geändert hat. Das hier kurz speichern, das hier kurz speichern. Mal. Ja. Genau, das wollen wir natürlich so haben. Okay, das pushen wir mal gerade. Mal schauen.
Okay, gut. Aber wir sehen auf jeden Fall, das funktioniert jetzt. Das heißt, im Prinzip tut es das, was ich möchte, was es tun soll. Und jetzt halt noch die interessante Frage, okay, wie kriegen wir denn jetzt, wenn wir das verwenden wollen, in einer, also einmal, okay, was ich, ich habe zwei Dinge, die auf jeden Fall noch rein sollen, bevor ich das quasi sozusagen als Paket irgendwie anbieten kann. Ich hätte gerne Unterstützung für Minio drin, weil tatsächlich möchte ich die Files gar nicht aus dem Filesystem serven, sondern ich möchte sie aus dem selbst gehosteten Object Store, so der kompatibel zu S3 ist, halt serven können, damit ich das halt skalieren kann und damit ich nicht irgendwie user-kontrollierten Content ins Filesystem von dem Applikationsserver schreibe, was keine gute Idee ist, weil wenn es dann irgendwo so eine. Wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, wenn eine der vielen Abhängigkeiten, die ich habe, halt dazu führt, dass man halt auf Files zugreifen kann, die im Filesystem liegen, was oft geht, wenn da Leute irgendwie mit dem Faden so ein bisschen unvorsichtig sind und dann jemand da irgendwie in das Filesystem etwas selber Kontrolliertes reingelegt hat, dann kann man da die bösesten Dinge tun. Also die will man eigentlich auch nicht auf dem Server, wo die Applikation ausgeführt wird, da will man nicht user-kontrollierte Files rumliegen haben, eigentlich. Und eben von der Skalierung her ist es natürlich auch besser. Man möchte eigentlich, dass, wenn man jetzt Applikationsserver hat, die sollen kein eigenes Filesystem haben, in dem Dinge drum liegen, die für Applikationen wichtig sind, sondern da will man halt mal ein paar neu starten können, dazu oder dazu nehmen können im Load Balancer oder wieder ein paar wegnehmen, einen neuen Server hochfahren. Aber man möchte nicht dann irgendwie Sachen rumkopieren oder so. Das wäre nicht gut. Daher, man kann natürlich dann sowas machen, wie man hat halt irgendwo NFS-Mounts oder so oder sonst irgendwie geteilte Filesysteme. Aber die sind in meiner Erfahrung nach alle schwierig und machen irgendwann früher oder später Probleme, weil einfach dieses Konzept Filesystem nicht dafür ausgelegt ist, dass man da, das ist halt, weil das Problem ist, dass die Dinge, die das Filesystem halt anbietet, machen es sehr schwer, dass Leute da concurrent drauf irgendwas machen, weil das funktioniert halt nicht gut. Und sowieso können Filesysteme viele, viele Dinge, die das unheimlich schwer machen, das richtig gut zu tun und schnell, die man in dem Kontext zum Beispiel einer Web-Applikation, die jetzt irgendwie nur von Usern hochgeladene Files irgendwie unterstützen möchte und vielleicht noch sowas, es möchte halt vielleicht Authentifizierung, Autorisierung machen können, ja, da braucht man das alles nicht. Da braucht man keine Baumstruktur eigentlich, da braucht man eigentlich nicht irgendwie diese Rechteverwaltung, weil die hat man ja eh schon in der Datenbank, ja, das ist völlig überflüssig, dass man das irgendwie nochmal in einem anderen Teil halt hat. Und das macht es eigentlich alles nur kompliziert und schwierig und daher aus meiner Perspektive völlig folgerichtig, dass man das heute so macht, dass man Object Store verwendet, die ganzen Metadaten von Files in einer relationalen Datenbank verwaltet, da halt Authentifizierung, Autorisierung macht und dann da, wo die Daten eigentlich liegen, ist es nur noch ein blöder Object Store ohne irgendwie Metadaten oder Hierarchieinformationen oder sowas. Genau, halt sowas wie S3. Ne? Das hat sich, finde ich, nicht ohne Grund durchgesetzt, weil das löst halt, also ich habe auch schon in vielen Firmen gearbeitet, die da irgendwie Probleme mitbekommen haben und diese Geschichten waren immer ein wirklich gemeiner Schmerz im Hinterteil sozusagen. Oder ist einmal so früher oder später. Und in allen diesen Firmen gab es dann so Projekte, die das irgendwie besser machen sollten. Also sagen wir so vor der Zeit, bevor es S3 gab, ja. Und die waren alle eher nicht so erfolgreich oder schwierig. Und ja, S3 löst dieses Problem tatsächlich. Ja, seitdem machen das alle irgendwie und es funktioniert. Also insofern, genau, das würde ich auch gerne machen. Aber halt vielleicht nicht auf S3 hosten, weil der Traffic da ist halt auch, also einer der Gründe, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, einer der Gründe, warum ich das mache, ist halt, dass der Traffic so teuer ist. Und wenn ich Daten vom Applikationsserver ausliefere, dann muss ich nicht so viel Traffic zahlen, weil da ist der Traffic kostenlos. Und wenn ich jetzt aber den Kram auf S3 liegen hätte und das von da aus liefere, auch über meinen Applikationsserver, ja, dann müsste ich vom Applikationsserver aus keinen Traffic zahlen, aber für den Traffic der auf S3 dann halt schon doch. Und das möchte ich eigentlich gar nicht machen, deswegen würde ich das gerne ersetzen durch ein selbst gehostetes Ding, Min.io, Minio, weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und dann quasi kostet mich der Traffic nichts mehr, was ja eine Rolle spielt, wenn man große Dateien hat.
Und wenn man Podcast-Hosting macht, dann hat man halt große Dateien und dann spielt es eine Rolle. Ne? Dann hat man die ganzen Vorteile, weil im CDN hat man nicht mehr, weil die Latenz ist egal, dauert eben ein paar Sekunden. Ob das jetzt, wo die Dateien liegen, spielt keine Rolle. Wie schnell die ausgeliefert werden, spielt auch keine große Rolle, weil das Bottleneck sowieso der Client ist. Und wenn man CDN benutzt, macht es das halt teuer, weil man da pro Gigabyte zahlt an Traffic. Und was einen nicht so stört, wenn man halt CSS oder JavaScript-Files hat, die relativ klein sind, ne, kann man viele ausliefern und macht nicht so viel Traffic. Wenn man große Podcast-Episoden ausliefert, ist das doof, weil dann wird es relativ schnell teuer. Und ich meine jetzt bei dem kleinen Podcast, den wir machen, ist es auch noch nicht so schlimm. Aber wenn es Podcast-Hosting machen möchte, dann wird das ziemlich schnell ziemlich schlimm. Und daher, das ist einer der Gründe, warum ich das hier überhaupt mache. Weil ansonsten ist es relativ schwer, das irgendwie zu einem vernünftigen Preis anbieten zu können, weil einen einfach die Traffic-Kosten killen. Und so könnte es sein, dass es geht. Mal schauen. Ja, vielleicht kommt einen, denn der Hoster auch irgendwann auf einen zu und sagt so, was macht ihr da eigentlich? Das macht so viel Traffic, das ist richtig teuer. Kann auch sein, mal schauen. Aber es gibt ja viele Hoster. Genau. Also, Minio-Support soll auf jeden Fall noch rein. Am besten irgendwie sowas wie Django Storages Integration, aber das werde ich jetzt, glaube ich, im ersten Ansatz nicht machen, weil es relativ einfach ist, quasi, wenn man das irgendwie auf Minio liegen hat, da eine URL zu bekommen, die man rausgeben kann in einem Template. Also, wenn man jetzt einen Link auf das File irgendwie rausgeben möchte. Auf der anderen Seite halt, weil vielleicht die Integration in Django Storages ist halt eventuell schwierig, weil da muss ich halt irgendwie sowas wie finden wie AIO, Botocore und so und das, weiß nicht. Also könnte sein, dass das ein bisschen hässlich wird und das möchte ich jetzt vielleicht gar nicht in diesem Paket machen, sondern das würde ich dann probieren, wenn ich das integriere und wenn ich dann gucke, okay, wie geht das denn? Weil wenn es leicht ist, da einfach dann für diese speziellen URLs halt, also ich würde einfach ganz normal Django Storages S3 benutzen, um halt die Files in Minio reinzuschreiben bei Uploads und dann bei Downloads, wenn das halt einfach ist, da eine File-URL zu haben und die zu verwenden, dann nehme ich einfach die und mache keine Integration in Django Storages, weil es einfach zu vielleicht zu schwierig wird. Ja, und weil ich weiß gar nicht, ob die API das zulässt. Ja? Also es kann sein, dass das synchrone Aufrufe sind, die man da hat, dann geht es eh nicht. So, also das heißt, Minio-Support hätte ich gerne drin, aber nur so Basis-Support. Und was ich auch noch gerne hätte, ist, wie kann man das, eine Geschichte, die noch fehlt, ist, wie kann man den ganzen Kram eigentlich so möglichst einbindungsfreundlich gestalten, dass halt Leute wenig Probleme haben, das in ihrer Applikation zu verwenden. Und ein Ding, was wir hier schon gesehen haben, was das Ganze schwierig macht zu verwenden, also ich meine, da ich jetzt keine Modelle habe oder so, ist es relativ easy, man muss es nicht zu installed Apps hinzufügen oder so. Das ist schon mal gut, das macht es einfacher. Aber was es schwieriger macht, ist, dass ich hier den SGI-Händler von Django austauschen muss. Das heißt, Leute müssen halt hier dieses SGI.py ersetzen. Man muss ihnen sowieso erstmal erklären, dass sie das benutzen müssen und dass WSGI nicht geht. Aber das muss man sowieso, weil, stimmt, mit WSGI und geht das eh nicht. Und dann müssen sie hier auch noch irgendwie das Ding importieren und das verwenden statt dem normalen SGI-Händler. Jetzt könnte ich das natürlich, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich das einfacher gestalte. Ich könnte zum Beispiel einfach sagen, okay, wenn jemand in einem View, also wie hier, ja, so, das war da oben, in einem View wie hier irgendwie async file response, also eigentlich, wenn das hier ausgeführt wird, was ja beim Applikationsstart passiert, könnte ich ja einfach sagen, okay, in dem Moment gehe ich hier in meiner async file response hin, und monkey-patche den SGI-Händler von Django. Könnte ich machen. Und dann müsste ich eigentlich nur noch sagen, hey, WSGI geht nicht, nimm SGI, aber ich kann hier einfach diese get-SGI-Application, diesen Shortcut verwenden und muss da nicht irgendwie selber irgendwas machen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Eigentlich könnte man das gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert.
Oh, was mir gerade noch aufgefallen ist, was ich vielleicht auch noch erzählen wollte, ist, genau, gestern war ja so die Überlegung, das habe ich dann auch gestern nochmal probiert, kann ich diesen Import nicht loswerden, weil das ist doof. Ich muss hier, also einmal habe ich dann halt in dem Paket Django File Response eine harte Abhängigkeit auf AIO-Files, ja, auch wenn ich das nie verwenden will, weil ich eigentlich Sachen über Minio mache. Habe ich diese Abhängigkeit trotzdem drin. Das ist ein bisschen Kacke. Und es ist halt auch so, ich kann nichts anderes verwenden. Ja? Dieses Async-File-Response ist eigentlich eine AIO-Files-File-Response, weil was anderes kann das Ding halt nicht, weil ich da halt AIO-Files verwende, um dieses File aufzumachen. Und ich dachte eigentlich, wäre es viel schöner, wenn man das hier im View macht. Und da sagt hier Import AIO-Files und dann, warum ist denn da? With hier den with-Block macht und dann sagt ihr with open das Ding und dann gibt man wie im Standard in der Standard Django File Response halt ein offenes File übergibt man dann und dann macht hier das Ding einfach nur noch await file read und verlässt sich darauf, dass es halt irgendwie ein async Interface hat. Aber das muss nicht ein AIO Files File sein, sondern kann auch irgendwas anderes sein. Man könnte dann halt die Bibliothek austauschen, man hätte eine Abhängigkeit auf die Lieblings-Async-File-Bibliothek in der echten Applikation, ja, in der Django-Applikation, aber nicht mehr hier in dem Django-File-Response. Und man bräuchte diese Abhängigkeit auch nur dann, man müsste es nur installieren, wenn man tatsächlich Sachen aus dem Filesystem serven wollte und nicht immer. Habe ich gestern ausprobiert, geht leider nicht. Geht leider nicht. Oder ich muss noch mal gucken, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Weg, weil das Problem ist, wenn man dem ein offenes AIO-Files hat, eine komische API. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, es kann auch gut sein. Aber dass man da ein offenes File reingibt und das funktioniert einfach nicht, weil der macht irgendwie das File zu und dann kann man da nicht mehr draus lesen. Vielleicht habe ich es auch eine falsch benutzt. Vielleicht muss ich nochmal gucken. Vielleicht muss man irgendwie bei AIO-Files irgendwie das speziell aufmachen, damit es halt. Na, ich weiß es nicht genau. Naja, also ich lasse es jetzt erstmal so. So schlimm ist das jetzt nicht. Das wäre eine Geschichte, die man dann noch optimieren könnte. Weil momentan, ich glaube, es gibt sowieso nicht so viele Bibliotheken, die Async-File und File-Support haben. Und lassen wir es erstmal bei AIO-Files, macht es halt auch einfacher auf der Anwendungsseite, wenn man importiert dieses Ding und dann ist gut. Es ist halt nicht so ganz schön. Naja, man muss immer irgendwelche Kompromisse eingeben und das jetzt ja, sag ich mal, lassen wir das erstmal so. So funktioniert es auf jeden Fall. Vielleicht kann man das später noch optimieren. Okay, genau. Aber was wir hier auf jeden Fall dann brauchen, ist irgendwie nicht eine Async-File-Response, sondern halt, weiß ich nicht, Minio. File Response. Okay, machen wir doch das erstmal hier zuerst. Ich glaube, ich habe hier auch schon mal irgendwie sowas gebaut. Ich habe es auf jeden Fall getestet, ob es überhaupt geht und es ging. Es ist halt irgendwie so ein Benchmark-Projekt, was ich hier habe. Will it saturate? Das muss ich mal umbenennen. Das ist ein doofer Name. Ja. Ich dachte, es ist nur ganz kurz. Das mache ich irgendwie ein paar Tage und dann ist das fertig. Und dann ein bisschen länger gedauert. Weil es alles nicht so einfach war. Ich habe viel über Fast API gelernt und so und über MBDev, das habe ich auch schon in MBDev gemacht. So, haben wir es denn? Django, HTTP, das müsste das sein. Achso, 14. Ja. Also hier haben wir die Async-File-Response. So. Aber das machen wir jetzt schon anders, ne? Das machen wir jetzt hier nicht über die Iteratoren. Genau, Minio-Response. Ah ja, okay. Das sollten wir vielleicht noch irgendwie. Ja, okay. Das kann ich auch dann da ändern, wo es dann tatsächlich verwendet wird. Aha. Ja, gut, ich kopiere das jetzt mal. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier. So gemacht habe. Async File Response. Tests dazu. Ah.
Das ist dann die Überschrift für das komplette Modul. Das sind halt alles Async File Responses. Und das Ding sollte ich tatsächlich anders nennen. Das ist einfach Quatsch, das Async File Response zu nennen, weil das ist ja gar keine allgemeine. Sondern das ist ja eine spezielle. Ja. So. Und dann ändern wir das ja. AIO File, File Response. Okay, und das müssen wir hier noch in den. Da müssen wir das auch noch ändern. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine generelle Async File Response, wo man dann angeben kann, was das, was man da tatsächlich für eine Bibliothek verwenden möchte. Ja. So, jetzt ist das eigentlich, müsste das eigentlich hier tun. Ah, so einen Test muss ich wahrscheinlich noch anpassen. So, funktioniert er? Nein. Achso, das ist nicht ausgeführt. Oh. Zack, Test tut. So, das lasse ich jetzt erstmal noch weg. Jetzt ich einfach nur gerade mal diese Änderung noch committen. Renamed. Oh. Und jetzt machen wir hier. Wie nennen wir das denn? Async Menu Response. Das ist mir ehrlich gesagt schon ein bisschen zu lang, der Name. Async Menu File Response. Okay. Nein, das nennen wir nicht so, weil Menu spielt da eigentlich gar keine Rolle. Das muss nur S3-kompatibel sein. Wir nennen das AIO Autocore File Response. Genau. Ja. Können wir das hier auch genauso wie oben. Nennen. Was soll ich gerade gucken? Tup. Ist das Richtige? Hm. Ich glaube. Okay. Ja, genau. So. Achso, und dann den Code nehmen wir einfach hier quasi erstmal und dann müssen wir den noch so ein bisschen anpassen, weil wir machen das ja jetzt nicht mehr über den Async Iterator. So. Und das ist eine File Response, aber das ist natürlich keine File Response. Sondern was, von was erbe ich denn hier? Ja, von gar nichts. Sehr gut. Immer gut. Von nichts erben. Ja, das kann man sich, ja, genau, nee, das kann man eigentlich nicht machen, weil wir machen das hier, was wir grundsätzlich anders machen als Django File Response ist halt, wir nehmen Pfade oder URLs wahrscheinlich oder was auch immer, aber was anderes und wir nehmen auf jeden Fall nicht ein offenes File, weil das können wir nicht. So, und das mache ich hier mal ganz genauso. Da könnte man sich auch nochmal überlegen, ob man da nicht dann von einer Base Async Geschichte oder so erbt. Ja, genau, aber dann erst das Problem ist, ich weiß gar nicht so genau, wie das hier aussehen muss. Kann gut sein, dass sich das alles nochmal ändert. So. Also, wir haben schon ein sehr ähnliches Interface, aber ich weiß momentan ehrlich gesagt noch nicht genug drüber, um das halt richtig machen zu können. Daher ist das hier erstmal so. So, das ist auch alles.
Im Grunde richtig. Ja, das ist alles. Und dann rufe ich da hier nochmal irgendwie super auf. Das brauche ich jetzt nicht. Diese ganze Kram kann weg. Ach, den Key. Genau, hier übergebe ich jetzt nicht den Pfad, sondern ich übergebe den Key. Ja, und das ist auch tatsächlich wichtig, weil das ist halt was anderes als ein Pfad. Okay. Naja, mal schauen. So. File Name. Ich nenne das aber hier File Name. Oder lasse ich es doch Pfad? Ich glaube, ich lasse mal einfach Pfad, weil wenn man das irgendwann in der Basisklasse rauszieht, dann, wenn das gleich heißt, wäre das wahrscheinlich schon ganz nett. So, gut. Okay. Ja, File Name, das nenne ich dann, bin ich hier oben. Das hier ist Quatsch, den Header habe ich hier oben schon gesetzt. Okay. Das muss man natürlich auch noch alles konfigurierbar machen, so klar, aber. So. Und wir haben hier das, wir machen das mal einfach genauso wie hier. Wir haben hier so eine Stream-Methode. Ist gar nicht, warum ich das hier auskommentiert habe, keine Ahnung. Egal. Und, ja. Doop. Was passiert denn da jetzt? Ah, Self-Minio-Stream. Wo kommt der denn her? Minio-Stream? Also irgendwie diese Implementation ist nicht so ganz das. Session. Read. Client. Client habe ich hier auch nicht. Ich glaube, ich habe da Dinge gelöscht. Okay. Vielleicht muss ich doch nochmal. In AIO Butocore reingucken. Wie das denn nun funktioniert. So, ich. Gut, diese ganzen Geschichten, naja, das schreibe ich jetzt hier erstmal so rein. Ach, das habe ich hier schon wahrscheinlich drin, ne? Da. Das schreibe ich hier erstmal so rein. Weil. So, ich fange einfach mal so an und dann gucken wir halt, wie weit wir kommen. Ich bin ja im Richtigen, ja. Dann machen wir das halt später noch konfigurierbar. Das. Genau. So, ich mache hier eine Session. Machen wir hier einen Client. Ja, das ist halt alles immer so. Okay. Das ist so ein bisschen hässlich. So, Black formatiert das bestimmt gleich noch für mich um. So, die Dinger habe ich hier. US West. Ach, ich glaube, was man das dann setzt, ist eigentlich alles wurscht. Und irgendwo ein Beispiel, wo ich eine Verbindung zum Minio aufmache. Ich glaube nämlich, man kann dem. Ich glaube, ein File. Ich soll die mal ordnen hier so ein bisschen, dass man dann zumindest bei den Nummern weiß, wo man hingucken muss. Man, Minio. Client. Minio. Ach, okay, das ist der normale Minio-Client. Ja, den kann ich natürlich nicht nehmen. Den kann ich natürlich nicht nehmen. Minio-Händler. Okay, vielleicht habe ich da in einem Händler da irgendwas gemacht. Kann sein, dass ich zuerst einfach nur den Händler gehackt habe. Und ach, Moment, ja, 13 ist ja schon auf.
Ah ja. Okay, aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr machen, weil. Genau. Ah, okay, gut. Weil das funktioniert ja im Grunde. Dass wir da eine Abzweigung haben Richtung eigener Response und die macht dann halt alles selber. Okay, was tut das Ding hier? Das ist im Grunde alles das Streaming. Wenn das hier das Ding ist, dann. Okay, macht die. Ah, okay. Hier habe ich jetzt. Das ist eigentlich der Teil, der interessant ist. Ich. Mal rein. Oh. Also, ich mache hier so eine Session auf. Auch da ist die Frage, gut, wie viele von denen brauche ich eigentlich? Was macht dieses? Das ist immer so, ich weiß überhaupt nicht, was das tut. Was macht dieses Create Client? Okay, das erzeugt mir einen Client. Okay. Ja. Das muss ich noch alles konfigurierbar machen, aber das ist wurscht. Okay, das ist ein. Also, ich hole mir hier einen Client. Und dann sage ich hier, okay, Response Chunks heißt, naja, gut, nee, die habe ich ja hier, das mache ich selber. Ich will die Response. Okay. Ja, das ist, glaube ich, hier auch eine Performance-Optimierung, die ich gemacht habe. Das ist eigentlich Quatsch. Also das macht man manchmal, dass man halt da, weil das ist in Python relativ teuer. Ah, das ist Unsinn, glaube ich. Aber na gut. So, und jetzt hole ich mir hier die Mini-Response. Ach so. Ja, da habe ich wahrscheinlich Bucket. Den kriege ich auch. Okay. Das ist natürlich etwas, das habe ich so nicht. In der normalen File-Response. Und den Bucket brauche ich wahrscheinlich. Ja, gut. Naja, gut. Da hört das mit der Analogie hier auf. Da muss ich dann irgendwann später nochmal für Ordnung sorgen. Das funktioniert so nicht. Okay, aber da kann ich auch sagen, okay, gut, das ist jetzt bin ich selber, Self-Bucket, Response Key und dann, okay, dann mache ich das doch wieder anders. Gah. Okay. Und dann halten wir uns mal an die Konventionen, die normalerweise üblich sind. Man zuerst Bucket übergibt und dann den Key. Okay. Na. Okay. So, und hier mache ich sowieso die ganze Zeit. Das ist alles Unsinn, da mache ich nicht. Blödsinn. Mit Chunks sind so. Was macht das denn da? Chunk, Stream, Read. Ah, okay. Okay, jetzt lese ich hier von Minio. Da habe ich Chunk Size, ja, sagen Self Chunk Size, vollkommen wurscht. Ah ja, okay. Das ist natürlich. Das sind, glaube ich, hier alles nur Debug-Geschichten. Ja, gut. Na, lass uns das erstmal drin mal gucken. Vielleicht ist es ja nötig, das zu debuggen. Weiß ja nie. Okay, zumindest, ach, deswegen die Size, weil ich weiß ja, wie groß die Files waren und dann weiß ich halt schon mal, ob das zumindest von der Anzahl der Bytes her passt. Ja, macht durchaus Sinn. Gut. Was hier jetzt noch fehlt, ist der Teil, wo ich hier am Anfang das Ding hier raussende. Das können wir einfach davor packen. Das muss, also wenn irgendwelche Fehler auftreten, sollte ich noch nichts zum Client geschickt haben. Wäre ganz gut. Das muss ich, sobald ich den Stream habe.
Muss ich das rausschicken? Ja. Doch. Okay, Black, fixe es gleich für mich. Das mache ich nicht von Hand. Okay, started serving. Habe ich das hier vorne dran? Nein, habe ich nicht. Das sollte ich vielleicht auch noch mit dran schreiben. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Und dann sage ich noch das Schluss. Das kann ich dann einfach da lassen. Den ganzen Quatsch hier brauche ich nicht mehr. Und tschüss. Close. Das ist natürlich schon ganz nett. File nehmen. Ach, das können wir. Das kann ich alles später noch machen. So. Okay. So, das war der ganze Kram, den ich hier nicht mehr brauchte. So. Na, Black? Ist hier nicht import, doch. Ausgeführt. Ja, dann funktioniert es natürlich nicht. So, jetzt aber. Black? Was los? Okay, alle Anführungszeichen sind schön ersetzt worden, aber das hat es nicht gefixt. Ach, ich bin enttäuscht. Tatsächlich Code von Hand formatieren. Wie so ein Tier. Also diese Funktion ist auch echt hässlich, aber gut. Wollen jetzt erstmal nur sehen, ob es funktioniert. Da muss man auch ein bisschen dran feilen. Aber gut, okay. Ja. Tja. Gut. Ach so. Testen wäre natürlich auch noch ganz nett. Ist natürlich jetzt schlecht, wenn das hier. Na genau, dann muss man das dann drunter legen. Das ist. Hier. Kann ich das im Grunde genauso machen hier. Und was dann beim Testen auch natürlich direkt interessant wird, ist halt, okay, jetzt brauche ich ja quasi einen Minio-Server hier, der laufen muss. Und die Response hier ist eine andere. Das ist jetzt hier. Das ist natürlich, nee, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Genau, das wäre ja doof, wenn ich meine, greife ich aufs Fall des Systems zu? Oh, ja, mache ich Mist. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich eine interessante Frage. Wie teste ich denn das hier? Wie teste ich denn das? Das kann ich gar nicht richtig testen. Ich kann natürlich jetzt hier irgendwie die ganzen AIO-Botocore-Dinger irgendwie wegmocken. Das könnte ich machen. Aber dann ist halt noch die Frage, dann bleibt halt noch die Frage, gut, was teste ich denn dann eigentlich? So viel Logik ist hier ja nicht. Oder ich fahre halt einen Minio-Server hoch. Im Test. Das ist keine gute Idee. Das wird wahrscheinlich auf mit den GitHub-Actions wird das nicht funktionieren. Tja, was machen wir denn da? Sagen, bleibe ich versuchen. Ich glaube, das vertage ich. Da sage ich, okay, das muss ich dann mal irgendwann probieren, wie man das ordentlich, oder mir muss ja irgendwann einfallen, wie man das ordentlich macht, aber momentan habe ich da jetzt ehrlich gesagt keine gute Idee, weil beide Lösungen sind irgendwie keine Lösung. Also irgendwie, ich will nicht in einer CI-Pipeline irgendwie einen Minio-Server hochfahren. Aber wenn ich die ganzen Aufrufe hier alle wegmocke, dann kann ich mir diesen ganzen Aufruf im Grunde, dann kann ich mir den ganzen Test sparen. Oder, und das ist wahrscheinlich dann das Ding, was ich dann später machen werde, aber das werde ich jetzt nicht machen, weil dann muss ich hier sowieso mal gucken, wie ich das Ganze so umbaue, dass man das gut konfigurieren kann, dass ich den ganzen Initialisierungsscheiß aber
das ist halt auch so eine Frage. Das ist halt die Frage, ob das mit der API überhaupt mit dieser API geht. Aber dass ich halt irgendwie die ganzen Konfigurations-Initialisierungskram, alles, was halt irgendwie mit AIO-Botocore redet, dass ich das irgendwie trenne von der Logik von dem Stream. Dass ich halt hier irgendwie nur noch sage, doch, das geht bestimmt. Dass ich hier irgendwo eine Funktion aufrufe, okay, surf den Kram jetzt. Und das Ding bekommt jetzt halt hier irgendwie den Stream. Ja, und dann habe ich hier drin, nach diesem Ding hier, habe ich ja nirgendwo mehr Zugriff auf AIO-Botocore, auf Menu oder sonst irgendwas. Und das ist ja auch hier drin passiert jetzt die interessante Logik. Das heißt, eigentlich, was ich wahrscheinlich machen werde, aber das mache ich jetzt nicht, weil das ist was dann doch so ein bisschen, also ich weiß ja noch gar nicht, ob es wirklich geht, ja, also das machen wir jetzt erstmal nicht. Wenn ich weiß, dass es geht und so, dann weiß ich auch, dass es sich lohnt, da nochmal Arbeit reinzustecken, das hier aufzutrennen und dann zu sagen, okay, ich teste dann nur die Logik hier drin und dieses ganze Initialisierungsgeraffel, das teste ich nicht, weil es gibt keine gute Möglichkeit, das zu testen. Also entweder ich mocke es halt weg, dann brauche ich es, aber das testet dann ja auch nichts. Oder ich fahre halt so ein Minio-Dings hoch, dann kann ich das nicht mehr in der CI-Pipeline, weil das ist auch Kacke. Also, ja, gibt keine gute Option erstmal. Alles klar, dann teste ich das jetzt erstmal nicht, sondern nur dadurch, dass ich das hinterher benutze und gucke, ob das Ergebnis halbwegs passt. Und wenn sich rausstellt, das funktioniert, dann probiere ich die Logik zu isolieren und dann halt nochmal Unit-Tests für die Logik zu schreiben. Gut. Okay, aber das müsste ja jetzt hier eigentlich schon. So, das Ding habe ich jetzt hier drin. Dann sorge ich mal dafür, dass das auch tatsächlich im Paket landet. Ja, das macht ja hier dieses nbdev-build-lib, sorgt dafür, dass es das halt im Paket ist. So, das heißt, ich kann hier sagen. Was ich gerade überlege ist, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich das Menü-Ding hochfahre? Und wie erzeuge ich da die Dateien? Ich meine, eigentlich würde ich am liebsten dieses Test Concurrent Notebook weiterverwenden. Das kann ich im Grunde auch. Die URLs sind ja auch gleich. Das heißt, hier muss ich eigentlich überhaupt nichts dran machen. Das Einzige, was ich machen muss, damit das geht, ist, ich muss irgendwie diese Dateien in Minio reinlegen. Ich muss den erstmal installieren. Und wo mache ich das? Also sollte ich das jetzt schon mal committen? Ja, ich committe das jetzt erstmal. Weil sonst. Okay, und jetzt mache ich eher so erstmal den Minio-Installationsteil. Jetzt ist die Frage, ob ich das in das Sample-Projekt mit rein tue. Also da startet und da können wir jetzt den Server starten. Also sagen, okay, mache ich das da rein, mache ich das in ein eigenes Notebook? Ja, ich glaube, ich mache es in ein eigenes Notebook, weil das braucht man ja nicht unbedingt. Und vielleicht ziehe ich es auch später wieder da rein. Okay, ja. So. Was müssen wir denn dafür tun? Jetzt müssen wir irgendwie Minio. So, irgendwie. Der Witz ist, ich habe das wahrscheinlich schon hier drauf, ne? Wenn ich hier das mal. Hier nicht drauf. Okay, gucken wir einfach mal. Docker.
Will ich das wirklich mit Docker verwenden? Eigentlich nicht. Also einmal aus zwei Gründen. Einmal weiß ich nicht, wie sich das auf die Performance auswirkt. Wäre ich jetzt ein bisschen misstrauisch, dass man das dann so übertragen kann auf, ich lasse das irgendwie direkt laufen, weil Filesystem und Docker ist ja mal so ein bisschen, ich meine, klar, die werden das dafür optimiert haben, aber dann müsste ich es in Produktion wahrscheinlich auch mit Docker laufen lassen, was ich gar nicht will. Okay. Nee, lieber nicht. Binary Download. Das klingt gut. Das klingt ziemlich gut. Weil das kann ich halt lokal. Das ist ja eine schöne Sache. Minio ist, soweit ich weiß, ist jetzt in Go geschrieben. Damit kann man ja sehr schön statische Binaries, kleine also Binaries bauen, die man halt einfach so ausführen kann, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Das klingt super. Das klingt voll gut. Machen wir doch das. Genau. Wie geht's? Habe ich das auf? Tja, gehen wir davon aus, dass das alle Leute installiert haben. Ach, ich glaube, ich habe das hier schon mal irgendwie. Hab ich doch, hier habe ich doch schon mal sowas Ähnliches gemacht. Minio? Ich meine, ich habe hier schon mal irgendwas in der Richtung getan. Oh, sehr gut. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, das kann ich einfach, das kann ich super verwenden. Okay, alles klar. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen, also das kann man auch mit Shell Magic machen, ne? Das ist ein bisschen. Hier tatsächlich HTTPX verwendet. Ach naja, ich will es sowieso für die Benchmarks auch irgendwann verwenden. Dann fügen wir das hier mal gerade zu den Dev-Requirements hinzu. Okay. Testen, ob es geht. Okay, geht. Ah. Okay, gut. So. Startmenü. Ach so, ich kann das ja im Grunde, natürlich, ich kann das hier auch einfach, upsala, ich kann das hier auch einfach aus dem Notebook heraus starten. Ehrlich gesagt. Das ausführbar machen habe ich hier auch drin. Ja. Okay. Och, das ist ja nett. Dann ist das jetzt eine pure Python-Lösung. Ja. Oh. Ist ja nicht viel Code. Jetzt werden wir das einfach ausführen. Mal gucken, ob hier. Da müsste jetzt auf Port 9000 was laufen. Ach so, ich glaube, so weit bin ich da nie gekommen. Ne? Ich habe das hier nur. Ah ja, okay. Das Start. Start ist nicht implementiert, wirklich. Okay. Okay, klar. Das würde ich jetzt tatsächlich ins Project Root legen. Sagen wir so, irgendwo hatte ich doch jetzt hier auch schon.
Achso. So, dann machen wir das weg, wenn es noch nicht implementiert ist. Dann wollen wir nicht. Okay, das laden wir jetzt hier mal runter. Okay, und dann machen wir hier auch gleich mal. Oh. So, genau, min.io. So, downloaden. Und wie macht man das? Achso, dabei kann ich nochmal nichts sagen. Na, das hat doch, stand doch hier im Quickstart-Dokument drin. Das X, New Server. So, ich jetzt hier direkt so ausführen. Data. Wobei ich das jetzt nicht Data, sondern. So. Sondern ich sage Example Data. Falsch, was sein ist. Hier sollte Menü jetzt einfach drin, eigentlich drin sein. Nicht. Okay, mal gerade gucken, was da schief gegangen. Okay, das war jetzt natürlich Quatsch. Das hier nochmal aus. Gut, gut, gut. Das, genau. Warte mal. Wo war da? So, genau, jetzt müssen wir das eigentlich hier haben. Da ist es auch. Okay. So, ist das auch richtig? Gucken. Hat er den ordentlich gestartet? Jetzt müsste ich ihn eigentlich erreichen können. Ja, sieht gut aus. Nee, nicht. Okay, super. Okay, wunderbar. Das scheint funktioniert zu haben. Gut. Okay, würde ich sagen, haben wir auch direkt nochmal hier. Mal Shell aufmachen. So. Was soll ich tun? So ein bisschen, das ist der Zeigarnik-Effekt. Manchmal hat man ja so das Ding, ne? Man geht in irgendeinen Raum oder so, macht die Kühlschranktür auf und dann denkt man sich so, was wollte ich hier eigentlich nochmal?
wenn man den Raum wechselt oder so, dann wechselt das Gehirn auch den Kontext irgendwie mit und dann das, wo man gerade dran gedacht hat, ist dann weg. So ein ganz interessanter psychologischer Effekt, den hatte ich jetzt auch gerade, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun wollte, nachdem ich hier das Zeichnis gewechselt bin. Okay, was wollte ich denn da machen? Eigentlich, genau, ach so, ich wollte eigentlich das nochmal. Committen, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Also eigentlich im Wesentlichen dieses eine Create Menu Server Ding. Ah, genau, da müssen wir einmal. Git ignore. Das sollte ignoriert werden, ja. So. Das Menü-Binary ignorieren. Genau, was haben wir noch? Dachte ich hätte git ignore. Ich das nicht committed gerade? Was ist los? Komet. Genau, eigentlich geht es nur um dieses Minio-Server-Notebook. Ja, das steht da alles schon im Titel, dass es relativ sinnlos ist, nochmal hinzuschreiben. Egal. Ups. Oh. Okay, genau. Jetzt, da wir das haben, was müssen wir noch machen? Wir müssen jetzt noch irgendwie beim Download-Test, müssen jetzt einmal die Files in das Minio-Ding reinschreiben. Oh, dafür brauchen wir den Client. Wir können auch AAO-Protocol nehmen. Na, nehmen wir einen normalen Client. Oh, und ich habe AIO-Protokoll schon da reingeschrieben. Sehr gut. Okay. So. Damit können wir jetzt Files zum Menü hochladen. Also zu unserem lokalen Server, den wir gerade installiert haben. Der hier da jetzt, warte mal, jetzt hier das auch überprüfen können. So, da müssten die jetzt hier irgendwie auftauchen nachher. Genau, und in dem Test hier können wir die jetzt einfach erzeugen. Die Frage ist, wo machen wir das denn hier? Machen wir das hier? Oder später. Ja, würde sagen, ich hänge das jetzt hier einfach mal unten dran. Auf der anderen Seite ist es natürlich doof, dass ich jetzt hier diese ganze G-Event-Patcherei schon gemacht habe. Egal, ich überlege mir das noch, wie ich das wirklich haben will. So, dann fange ich jetzt hier einfach mal
Test Downloads, das ist halt dieser, das ist alles. Genau, was macht das hier oben? Sagt Create Files, ne? Dann sage ich mal hier Create. So, wie mache ich das? Ja, hätte ich mir das schon mal so, das ist, also dieses Benchmark-Ding, das ist ein bisschen ausgeufert. Habe ich jetzt so tatsächlich schöne Methoden, um das, das eigentlich brauche ich nur einen Client. Aber ich meine, die Funktion kann ich natürlich trotzdem benutzen. Macht nur unter Umständen nicht so viel Sinn. So, ich muss einmal Minio, glaube ich, irgendwo importieren oder so. Das muss ich irgendwie importieren. Ich würde sagen, bitte nicht testen. Okay. Und dann sage ich. Get Minio. So, jetzt baue ich mir erstmal den Client zusammen. Settings Minio Bucket. Okay, den setze ich natürlich hardcoded. Ich nehme mal an, das hier ist einfach. Das hier. So, da mache ich erstmal keine großen. Ah, sollte man später vielleicht auch mal irgendwo. Nicht mal so wie das Paket. Oder sprechen wir Informationen rein, dass es halt irgendwie, wofür das gedacht ist. So, warum sage ich hier Client None? Aha, Client None. Das muss ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Oh, okay. Gut. Das kann weg. So, damit ist halt schon mal, ja, dieser ganze Teil ist eigentlich. Geht das? Nein. Das habe ich dir doch. Habe ich das nicht da reinkopiert schon? Achso, ich habe es noch nicht ausgeführt. Aha. Okay. Path in Endpoint is not allowed. Die Settings mal angucken. Settings. Ist eigentlich relativ. Nee. Pydantic. Wo habe ich die? Wahrscheinlich irgendwo im Base oder so. Config. Ach, da. Okay. Ach so. Ach, ich glaube ja richtig, der brauchte irgendwie eine IP. Das war irgendwie komisch, genau. Der war irgendwie war das komisch. Ja. Tja. Geht immer noch nicht. Ah. Okay, aber das klappt. Super, jetzt habe ich hier einen Client. Wunderbar. Ja, wie erzeuge ich denn jetzt hier ein File? Mm-hmm.
Und hier habe ich die Dinger so gebaut, also Key ist einfach der String von dem Pfad, den ich normalerweise übergeben würde. Ich will, ja. Okay. Okay, das ist halt das, was tatsächlich die Files dann erzeugt. Da muss ich mal gucken. So, jetzt können wir ja gucken, wie haben wir hier die Files erzeugt. Ne? Machen wir genauso. Data Root. Gut, das machen wir so nicht. Dann nehmen wir einfach nur. Das brauchen wir aber auf jeden Fall. Das brauchen wir auch. Okay, so, und das kann hier eins weiter runter. Upsala. Was war das? So. Das ist einfach nur jetzt das Ding. Oder, genau. Da brauchen wir diesen ganzen Kram hier nicht mehr. So. Okay, Bucket Key haben wir. Bucket ist gesetzt. So, Checksum for Minion. Da brauchen wir die Funktion auch. Client Bucket Key. Das ist ja praktisch, da muss ich eigentlich gar nicht viel machen. Das müsste eigentlich direkt so gehen. Also, was Checksum for Minion macht, das bekommt den Client, sagt halt, okay, hol dir mal hier dieses Object. Dann lese ich das, mache hier das zu. Oh, ja gut, das sind alles so Aufräumgeschichten und Calculate Checksum. Okay. Das könnte ich hier auch mal irgendwelche Utils packen. Wie habe ich denn hier oben ausgerechnet immer? Was nimmt denn das? Das nimmt den. Okay, das ist nichts weiter als hier ein Shortcut für Hashlib und den ganzen Kram. Das heißt, ich kann das im Grunde auch. Ja. Mache ich das so, dann habe ich damit nichts mehr zu tun und kann halt sagen, okay, das ist mir. Der eigentliche Grund, warum man das machen möchte, ist, dass man hinterher auch die Hash-Funktion austauschen kann. Ja. Und das müsste man hier eigentlich auch nochmal ändern. Ja, das ist natürlich auch. Ja. Naja, gut, an der Stelle ist es eigentlich alles ein bisschen egal, aber. Also ja. Gleich mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, Refactoring mit einer IDE wäre jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen einfacher, aber auf der anderen Seite ist es halt so. Ja, so, dass es wirklich kann. Upsala, gerade gucken, was war das? Content, Airpoint Content. Ja, expected hash soll. So. Das müssen wir gleich nochmal ausprobieren. Oh. Aber eigentlich alles, wo irgendwie MD5 drin steht, ist falsch wahrscheinlich. Warum kann ich beim Firefox eigentlich nicht sehen, wonach ich gerade suche? Das ist ein bisschen nervtötend. Okay.
Okay. Genau. Mal jetzt hier auch anders direkt. So. Ach, jetzt habe ich hier wieder die Inkonsistenz zwischen Hash und Checksum. Seltsame Nachricht, noch meine Uhr. Gut, ja. So, also was das, dieser Code hier machen soll, ist, er soll jetzt diese 100 Files halt nicht im Filesystem einlegen, sondern in Minio. Und dafür braucht er einen Key, ein Bucket und die File-Size. File-Size haben wir umdefiniert. Wenn es, was ich hier zuerst mache, ist, gucke ich halt, gibt es für diesen Bucket und Key für diese Kombination, die ja eindeutig sein sollte, gibt es da schon was? Wenn es da was gibt, dann hole ich mir nur die Checksum dafür. Das mache ich jetzt an der Stelle. Genau. Und wenn es das nicht gibt, dann kriegt man diesen komischen S3-Error zurück. Oh Gott, naja, oder nicht, das wird dann geworfen. Dann Create File Minio. Habe ich hier noch nicht. Doch, habe ich. Okay. Genau. Und kriege hier die Checksumme. Und dann, ach so, da muss ich die eigentlich eintragen. Egal. Genau. Ich muss sie jetzt noch hier eintragen. Jetzt habe ich den Num. Und der Hash ist Checksum. Und zwar völlig egal, ob jetzt die Exception da gerased wurde oder nicht. So, und das sollte mir jetzt eigentlich tatsächlich hier so ein paar Files anlegen. Dann müssen wir mal gucken, ob das passiert. Das ausführe. Create File. Achso, okay. Create File Menu. Achso, das habe ich noch nicht ausgeführt. Size is not defined. Ah, ja. Gut, das hier habe ich File Size genannt. 9. OS is not defined. Oh, OS. Warum brauche ich das denn? Wofür brauche ich denn OS hier? Oh, okay. Ah ja, okay, alles klar. Ich Calculate Checksum brauche ich wahrscheinlich auch. Dann muss ich jetzt hier nochmal einmal neu starten. Ne? Die Funktion brauche ich für fast alles. Okay. IO. Okay. Alles 10 MB. Das sieht doch gut aus. Okay. Sehr schön. Also die Files habe ich jetzt zumindest mal erzeugt. gut, was ich jetzt natürlich noch machen muss, um die runterladen zu können, ist, ich muss einmal einen Server starten, der ja. Eigentlich kann ich den ganzen, kann ich das genauso machen. Ich muss da eigentlich gar keinen, gar nicht, ich muss das eigentlich gar nicht anders machen als hier, weil von der kleinen Seite aus sieht das nämlich komplett gleich aus. Oh, und was hier natürlich auch noch interessant ist, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen, aber stimmt. Wenn die Chunk Size, natürlich, das macht. Ah, das kann sein, dass das durcheinander gebracht hat. Wenn ich hier die Chunk Size anders wähle als. Eigentlich. Keine Ahnung, aber okay. Ich muss hier im Grunde einen anderen. Anderes Ding aufrufen.
So, ich glaube, man kann das nämlich so hinschreiben. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Außer, dass das jetzt irgendwie ein bisschen lang geworden ist. Genau, das einzige Problem ist, jetzt muss ich noch dieses Get Application schreiben. So, das ist jetzt ein bisschen anders. Ach nein. Ah, okay. Doch, doch. Nee, das ist im Grunde, der Händler bleibt gleich. Ja, okay, ich hack das jetzt hier nochmal hin. Ich bin mir nämlich immer noch nicht sicher, wie ich das wirklich richtig machen soll. Wie habe ich das Ding genannt? Ja. Get Menu Application. Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das machen wir jetzt nicht. Aber das ist auch. Das ist ja eigentlich da nicht. Das ist. Kann hier weg. Und dann sage ich nicht Async URL Pattern, sondern Menu. So, und setzt den File-Händler und dann, das müsste eigentlich funktionieren. So, kann ich das hier schon überschreiben? Ja. Und das machen wir auch. Jo, ja, das ist alles nicht so schön. Und dann müssen wir eigentlich nur noch, also das können wir auch direkt hier machen, müssen wir den View noch ändern. Async dev minio get file quest nam. Ja, das kann nicht stimmen eigentlich. Naja. Okay, und naja, vielleicht sollten wir es auch in Settings, wäre jetzt schön, dass man File Response Test und der Key ist Num. Und dann kann ich sagen, ah, das muss ich natürlich noch importieren. Naja, nicht Async Menu, sondern AIO Boto Core File Response. Gut. Sonst muss ich natürlich noch speichern hier. Wo war ich da? Nee. Use. Okay, genau. File Response und da wirklich Bucket und Key. Was ich auch mal 4096, aber einfach mal so, dass man es auch später ändern kann. Okay, das ist jetzt da auch drin. So, da muss ich ja einmal sagen, den Kram bauen, damit die Namensänderung in dem 01 HTTP-Ding wirksam wird. Und dann gleich irgendwie. Kann ich das, müsste ich das hier starten können, weil das sollte eigentlich. Sollte das dann schon so funktionieren? Na gut. Okay, da habe ich irgendwo Don't Test vergessen. Achso. Port 8000 belegt. Hat er getan. Das läuft zu gut. So, dann könnte ich jetzt sagen, okay. Monkey Patch mal alles. Und führe das Ding aus. Test no attribute get. Oh. Ja, das ist allerdings wahr. Ja, da waren noch so ein paar Dinge, die man da dran haben musste. Gucken, war Get die einzige Methode? Warte, war da noch irgendwas? Get? Ne, das war's. Okay. Ja. Ah, gucken wir doch gleich auch noch mal nach dem Problem, dass hier irgendwo Don't Test vergessen. Dass ich da irgendwo Don't Test vergessen habe.
Die Frage wäre, habe ich jetzt hier noch mehr Files erzeugt oder haben die sich einfach nur geändert dadurch? 99 ist 0. Ja, okay. Die sind dann, wenn dann, überschrieben worden. Das ist nicht so schlimm. Okay. Ah, genau. Ist die Frage, kann ich das hier eigentlich darüber? Weil das, da läuft einfach nur dieser Server und das ist eigentlich egal. Und jetzt sollte das. Ah. Nicht gespeichert. Sollte ich auch noch speichern und das hier auch auf jeden Fall. Jetzt aber. Genau. Das kann schon mal. Das ist immer ein bisschen, da muss man dran denken, dass man das halt immer. Es gibt auch. Man kann auch dieses Buildlib halt in die Notebooks mit reinpacken. Viele Leute haben das als letzte Zeile in ihren Notebooks drin. Okay, jetzt hat es funktioniert. Ja, ist auch nicht so blöd. So. Und jetzt müsste das hier eigentlich. Spannung. Diese Spannung, es ist unerträglich. Gepatcht ist es schon. Verify SSL, okay. An welcher Stelle passiert das? In Stream. With Session. Okay. Das ist doch hier. Das habe ich doch gar nicht übergeben. Welche Stelle ist das? 79. Ah, na toll, habe ich keine Zeit. In Stream. Create Client. Async with Create Client. Endpoint URL, Region Name. Ganz ehrlich, ich habe da keinen Verify SSL. Übergeben. Ist da irgendeine Version kaputt? Mhm. Okay, das ist ja was anderes, aber okay, vielleicht soll ich noch dazu sagen, was ich da genau meine. Das ist ein bisschen lang her, ne? Ist auch nicht. AWS, Command Line Interface. Habe ich hier irgendwie Butoh mit drin? Warum das denn? Okay, nicht drin. Geht's jetzt? Wahrscheinlich muss ich hier auch nochmal den Server neu starten. Mist. Das ist. Oh. Okay. Ja, das ist bei all diesen. Ja, das ist natürlich so ein Problemchen.
Ja. Das kann sein, dass das jetzt halt einfach nicht funktioniert. Dass da. Okay, ich probiere es nochmal. Vielleicht. Ja. Na, das gleiche probieren und erwarten, dass was anderes passiert, das ist natürlich Quatsch. So. Verify SSL. Okay. Ich setze das jetzt einfach mal. Mal gucken. Ja. Das sieht tatsächlich nicht sehr gut aus. Nee. Ja, okay, das will er einfach tatsächlich nicht haben. Ja, klar. Session. Guck mal, IO-Protokoll. Client, create client, Session. So, was benutzt er hier? Self, Service Name, Region Name, API Version, Use SSL. Ah, geil. Geil, geil, geil. Gucken, vielleicht funktioniert das ja. Ah, solche Sachen sind immer ätzend. Nee. Okay, ich probiere es nochmal danach zu googeln, aber dann glaube ich, müssen wir dann hier an der Stelle aufhören, weil das ist einfach, da muss man dann jetzt halt ein bisschen googeln und suchen und das ist eigentlich nur total langweilig. Das ist 8. April, okay, das ist. Okay, ich guck mal gerade. Ich habe hier nämlich eine Version gehabt, die funktioniert hat, was. Welche Version war das? Und. Ach, jetzt habe ich eine Stelle aufgemacht, wo man es nicht sehen kann. 130, 130, das stimmt. Protokoll. 12049, Protokoll. Okay, nee, die Versionen sind gleich.
Ah, ja. Oh, hat HTTP. Macht, glaube ich, den Connector. Ah, 400A1. Mh. Ah. Ah, ich glaube es ja nicht echt. Ups. Ja. Kann man das einfach so hinschreiben? Kleiner gleich 4? Ne, nicht gleich. Kleiner 4. Geht das so? Mal schauen. Okay. Wenn es das jetzt war. Na gut. Also das ist halt echt, solche Sachen sind immer nervtötend. Ach so. Ah, Konzentration lässt jetzt auch mehrlich ein bisschen nach hier. Okay. Sieht besser aus. Oh. Und das sind genau die 10 Megabyte. Aber dass das jetzt hier so nacheinander passiert, ist natürlich ein bisschen, das sieht nicht so richtig gut aus, ehrlich gesagt. Okay. Ah. Da fehlt noch die Plotting-Helper. Okay. Ja, so prinzipiell könnte es sein, dass das irgendwie so halbwegs funktioniert. Oh Gott. Ach je, naja. Also richtig dolle hat das noch nicht funktioniert. Aber also, sagen wir so, es sind Dinge concurrent passiert. Muss man noch irgendwie versuchen rauszukriegen. Und es sind mehr als zwei. Das heißt, es lag nicht daran, dass wir hier zwei Worker hatten. Ja. Also ich würde mal sagen, so prinzipiell funktioniert das. Da muss man jetzt noch so ein bisschen optimieren, ne, an Block Sizes und so. Aber also, prinzipiell scheint das funktioniert zu haben. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Okay. Ich würde sagen, ich. Ja. Ich kann das hier gerade mal. Alles committen und dann einmal beenden, weil. Jetzt. Muss ich auch gleich nochmal weg. Aber ja, also vom Minio-Dinger-Server geht. Und auch Async. So, müssen wir einmal drauf achten. Den Bug reporten sollten. Ja, vielleicht. Ich will jetzt nicht. Wie nenne ich das jetzt? Okay. Ja, so halbwegs funktioniert das halt. Okay. Ja. Also, damit sind wir schon ein gutes Stückchen weiter. Also, wir wissen zumindest jetzt schon mal, es geht mit Minio. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen in eine Form bringen, dass es halt auch tatsächlich irgendwie, also einmal, was hier jetzt fehlt, das muss jetzt auch irgendwie noch halbwegs testbar sein. Dann müssen wir das so umbauen, dass es irgendwie konfigurierbar wird und man den Kram hier nicht reinschreiben muss. Dann ist die Frage, wo macht man eigentlich die Session auf? Ne? Dieses ganze Settings-Thema ist ja auch noch eins, wo man auch mal ran muss. Einfach auch deswegen, weil das natürlich alles Quatsch ist hier. Da muss man sich nochmal überlegen, wie mache ich das mit den Settings insgesamt? Okay. Aber so prinzipiell geht das alles. Und dann haben wir eigentlich nur noch, wenn das mit Minio auch funktioniert, dann ist noch die Geschichte, die jetzt noch übrig bleibt, sich zu überlegen, okay, wie macht man das hier eigentlich? Wenn vielleicht das hier hübsch. So, dass es halt einfach wird und ein bisschen Dokumentation schreiben, und dann ist das Paket im Grunde schon so weit, dass ich das sagen würde,
kann man irgendwie mal raushauen und dann passt man das halt an, wenn man noch irgendwelche Änderungen braucht. Also ich schätze, das sind noch so 2 Tage oder so. Höhö. Wahrscheinlich ist es auch eine Woche. Ich gehe mal davon aus, ungefähr noch 2 Tage und dann ist das halbwegs fertig, Alpha. Alles klar. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War nett heute wieder, fand ich. Sehr warm. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht allzu schlimm. Ich bin mal gespannt. Ich habe hier so ein sehr gain-hungriges Mikrofon. Und das rauscht sowieso schon einmal so ein bisschen. Naja, vielleicht macht es der Expander weg. Mal schauen. Gut, genau. Also, schönen Tag noch. Genau, heute mal auch wieder rausgehen. Ich glaube, ich gehe heute mal grillen und dann versuche ich das morgen wieder hinzukriegen. Es kann aber sein, dass die Zeit morgen irgendwie anders ist, weil logistische Schwierigkeiten. Mal sehen. Okay, bis dann. Ciao.